Das Thema heute lautet biologische Transformation. Wofür und was haben Pilze damit zu tun? Biologie nachempfinden, Biologie kopieren, von ihr lernen und ganz explizit auch Biologie und Biomasse nutzen. Mittlerweile ist es eben so, dass allein für unsere Ernährung wir unsere Umwelt massiv schädigen. Ungefähr 25% aller Umweltwirkungen sind auf unsere Art der Herstellung von Nahrungsmitteln und eben auch der Art und Weise des Konsums zurückzuführen. Zu alledem schmeißen wir auch noch ungefähr 17% aller Lebensmittel weg. Insbesondere die Krankheiten, die lebensbedrohlich sind, können wir heute eben noch nicht ausreichend bekämpfen. Zusammenfassend kann man sagen, und wir hatten den Overshooting Day ja gerade gehört, ist es so, dass wir, um unseren Ressourcenbedarf zu decken, im Jahr 2050 3 Raumschiffe Erde benötigen würden. Wir haben aber leider nur eins. Ja, was verbirgt sich jetzt dahinter, wenn wir über eine biologische Transformation sprechen? Die Verbindung der Biologie, der Informationstechnologie und eben der Produktionstechnologie in eine gemeinsame Systemarchitektur. Ich will Sie heute mitnehmen auf eine Reise in die Welt der Pilze, in der Sie aber auch verstehen, dass die Erde, wie wir sie heute kennen, gar nicht so aussehen würde ohne die Welt der Pilze. Und vom Königreich der Pilze gibt es viele Dinge, die wir uns abschauen können, die bereits 1919 das erste Pilzprodukt, was damals Pfizer auf den Markt gebracht hat, die Zitronensäure. Und die nächste große Transformation im Bereich der Pilzbiotechnologie, die sich gerade vollzieht, die quasi Neudenkung der Materialwissenschaften hin zu pilzbasierten Materialien, hin zu lebenden Materialien. Um Gesellschaft mitzunehmen, ist es eine Möglichkeit, eine ganz tolle Möglichkeit, die Künste mitzunehmen, weil Künste es schon immer verstanden haben, Dinge sinnlich erfahrbar zu machen, als auch Möglichkeiten nach außen zu transportieren.